was ja ein Premium-Panzer ist, der eigentlich nur als Sonderedition rauskommt. Ich habe 6 Kills gemacht, 3000 Schaden ungefähr. Weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ich habe nämlich die Gefechtsauswertung nicht mehr, aber das Replay habe ich noch. Ja, schaut es euch einfach selber an. Ich spule mal ein bisschen vor. Tadam, tadam. Ja, der Panzer ist jetzt nicht der schnellste, aber trotzdem noch angemessen schnell für ein Heavy. Das Geile an dem Panzer finde ich einfach nur die Knarre oder die Kanone auf Tier 7, was einfach mal einen echt krassen Alpha hat. Die Nachladezeit lässt aber zu wünschen übrig, was aber auch okay ist, weil es ein 7er Tier ist. Ja, das werden wir gleich sehen. Weil der Alpha teilweise sogar mit 450 ticken kann, was aber selten tut. Normal ist so 350. Also schon mal ein guter Roll. Hab mir jetzt eine Schelle vom Typ T34 eingefangen, aber das ist nicht so wild. Ziehe mich erstmal zurück, um den Panzer 4 eine zu geben. Und mit dem Panzer Mastery zu machen, ist jetzt nicht wirklich schwer, weil der selten gefahren wird. Oh, erstmal schön verschossen. Einfach zu übermütig gewesen. Da wollte ich den Kill einfach haben. Aber der Panzer 4 ist eh zu blöd, mich zu penetrieren. Also nochmal Glück gehabt. Da, 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 da. Ah, die Gun Depression ist jetzt auch nicht das Beste, aber das kennt man ja schon von den Russen. 430, auch ein sehr guter Roll. Dann wären wir schon bei 1228 Schaden. Er bounce mit seiner HE Shell. Jetzt trauen sie sich nicht. Und das ist der erste Kill. Haben schon den ersten Blauen im Team. Steht trotzdem sehr gut vor uns, 5-2. Was sich auch, glaube ich, noch sehr schnell ändern wird. Also am Ende bleiben nicht mehr so viele von unserem Team über. Irgendwie ist aber mein Fadenkreuz sozusagen total verbuggt in dem Replay, aber trotzdem Kill Nummer 2 mit 1894 Schaden bis jetzt. Was jetzt noch nicht wirklich eine Kunst ist. Ich meine, ich habe 1894 Schaden, wird mit einer WN8 von 2615 verrechnet. Ja, das sind eigentlich im Endeffekt nur 5 Schüsse, die man treffen müsste. Jedoch ist die Gun aber auch ziemlich ungenau, das muss man jetzt mal sagen. Also wer da Snapshots versucht, muss schon echt Glück haben, um überhaupt mal was richtig zu treffen. Weil das kann auch ganz schnell mal irgendwo nach in den Himmel gehen oder direkt vor einen im Sand. Da kriegt der IS erstmal eine rein. Und werde ich auch direkt von der Stuck genervt, die mich im weiteren Verlauf auch noch ziemlich ankotzt, weil die nicht aufgespottet wird und mich dauernd versucht zu penetrieren.
Ein Missshot von mir, was mir von dem IS eine weitere Kugel, beziehungsweise die erste Kugel einfährt, auch mit dem Alpha von 410. Jetzt wird die Stuck aufgespottet, was natürlich jetzt sehr geil ist, sie kann mich nicht mehr nerven. Fangen mir aber trotzdem eine vom IS und ich habe nur noch 326 Leben. Das heißt, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein, weil jeder Schuss vom IS könnte mein letzter sein. Kümmere ich mich erstmal um den Tiger. Versuche mein Glück an der kleinen Kante. Trifft eigentlich, gibt keine Ansage. Keine Ahnung, was das war. War eigentlich ein glatter Durchschuss, hätte auch penetrieren müssen. Ein Tiger an Turret-Seite. Naja, aber was soll's. So, jetzt ist der IS, der hat sich komplett von mir abgewandt. Der Typ nervt mich zwar noch, aber die 158 Schaden kann ich verkraften. Naja, doch nicht so knapp. Ich habe irgendwie anders in Erinnerung, dass mein Team ziemlich verkackt zum Schluss. Aber das war ein anderer Battle. Der IS hat sich wieder abgewandt von mir. Meine Chance, meinen vierten Kill zu holen. Und jetzt sind wir schon bei 3138 Schaden. Also doch ein bisschen mehr, weil ich noch weitere zwei Kills mache. Aber die, glaube ich, nicht mit sehr viel Schaden verbunden sind. Diese scheiß neuen japanischen Heavies, die einfach mal so übelst gepanzert sind und einfach mal übelst rumnerven. Die Maus im Low-Tier, kann man schon fast sagen. Na, jetzt hatte ich erst überlegt, mache ich ihn platt, aber dann hätte ich es eventuell selber nicht überlebt durch den Schaden. Deswegen habe ich mich für die Safe-Variante entschieden, krieg davon einen Bouncer von meinem Teammate, der sowieso schon blau ist. Und versuche mein Glück an dem Scheißpanzer. Hab aber nicht wirklich Glück bei diesem. 6513er WN8 bis jetzt. Und schon wieder nicht penetriert. Und nicht mal eine Ansage. Nicht mal, dass er gebounced ist. Ja. Manchmal mag mich WOT einfach überhaupt nicht. Und dann kommen so eine Sachen dabei raus. Und damit hole ich den sechsten Kill und das war's eigentlich schon von diesem Match mit 3481 Schaden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Bis dann.